Ich hole ein dickes Buch raus und breite es vor mir aus und trage den Nebelklang als Geschützoffizier als ersten ein und jetzt Serpentilio als Alchemisten. Wie hoch ist deine Neugierprobe? Meine? Deine? Ich habe Neugier 7. Ah, ist ja schon ein ganzes bisschen. Ja. Du schlägst noch mal ein bisschen weiter nach vorne zum Kapitel Zorgan. Schaust dir kurz mal die Unterschrift von Diamantes an. Schon so ein bisschen krakelig. Ja, und? Ja, in dir, in deinem Kopf. Warum hast du einen Menschen zum ersten Offizier befördert oder ihr zusammen, der selber vielleicht seinen eigenen Namen gar nicht schreiben kann? Hast du Jalans Saugklaue gesehen? Er muss die Befehle weiterreichen, die ich ihm gegeben habe, bitte die mündlichen Befehle, er muss nicht niederschreiben. Ja, was würde man jetzt für Rabenmund tun, euren Emissär? Er hat Wichtigeres zu tun. Dein Ganker verwalten, oder was? Mhm. Erker verwaltet sich doch von alleine. Ich meine, es verwaltet sich in den Abgrund, aber von alleine. Genau das versuche ich zu verhindern. Es gehört mir. Ja, es ist mein brennender Müllhaufen. Ja. Ja, okay. Brauchst du Hilfe dabei, dein Müllfeuer zu löschen, oder kriege ich das hin? Hilfe ist immer willkommen. Naja, gut. Ja, aber mir klappt das Buch wieder zu und guckt in die Runde. Und 2 Tage. Sicher doch. Ja, die Versammlung ist aufgelöst. Ihr könnt euch erheben. Gut, dann gehe ich mit Serpentilio nach unten. Ja. Nein, wir haben natürlich auch was zu tun. Nun, dann gehen wir runter zum Alchemielabor. Und Serpentilio hat ja den Schlüssel, also während er aufschließt, meint Sudamin, da ist noch etwas anderes. Und zwar, ich habe es ihm ins Gesicht gesagt. Ich habe ihn direkt danach gefragt, ob er meine Tagebücher hat und ihm befohlen, sie herauszugeben. Aber es war keine Lüge in seinen Augen, als er sagte, er wisse nicht, wo sie seien. Nun, ich will euch als... Nun, euch nicht vorwerfen, dass ihr vielleicht einfach nicht in der Lage wart, seine Beweggründe zu erkennen. Allerdings, wenn ihr überzeugt seid, dass er fachlich gesehen die Wahrheit gesagt hat, es gibt sehr viele Mittel und Wege, solche Art von Gegenständen zu entrücken und nicht zu wissen, wo sie hingehen. Vielleicht hat er sie der schwarzen Bibliothek übergeben und weiß nicht, wo diese ist. Oder ich möchte in diesem Fall für den Angeklagten sprechen. Vielleicht hat er auch einfach wirklich eure Bücher nicht gestohlen. Wie wir es herausfinden. Ich weiß, das ist das, was mich zögern lässt. Die Furcht, er könnte doch unschuldig sein. Aber irgendetwas ist da. Und nun, ich bin sehr froh, dass ihr die Sprache auf die Bibliothek gebracht habt. Denn ich habe auch schon mit Boltax darüber geredet, ob es möglich wäre, nun ja, dem Spiegelmacher die Bücher anzuvertrauen, ähnlich wie es Fexgeweihte mit ihrem Diebesgut tun. In der Tat eine interessante Befähigung, der ich leider noch nie persönlich Zeuge wurde. Nun, die Bibliothek könnte ja so etwas sein. Aber bitte, seht euch ruhig um. Nun gut, schauen wir einmal. Ja, das wird, glaube ich, eine Stunde dauern. Ich werde sehr, sehr gründlich die Bude absuchen nach Beschwörungsparaphernalia oder ähnlichem, die aber mir vielleicht entgangen sein könnten. Auch Sachen, die als Donarium taugen würden. Ja, gib mir mal eine... Auch vielleicht die verwischten Reste... Götter und Kulte? Ich würde das auf Dämonologie ableiten? Also Götter und Kulte mit Dämonologie, ja. Götter und Kulte mit Dämonologie, okay. Ich würfel eine Götter und Kulte in leichter Sion 2. Oh, da fällt mir ein, Serpentilio. Das wäre gelungen. Einmal waren Boltax und ich da und er war dabei, irgendwelche bunten Glasscherben in einem Mörser zu zermalen. Buntes damals, Glas. Zermalen, ja? Ja, damals dachten wir uns nichts dabei, aber nun jetzt im Nachhinein. Nun, dies könnte
könnte zum Beispiel auf die Herstellung oder die Verarbeitung von Narrenglas hinweisen. Dies könnte allerdings auch... Was die Frage an meine theoretische Kenntnis. Ist mir ein alchemistisches Rezept bekannt, das zermahlenes Glas benötigt? In irgendeiner Kapazität? Denn mir als Spieler, fällt keins ein. Ja. Mir würde halt nur die Herstellung von Narrenglas einfallen. Ja, zum Filtern vielleicht höchstens. Da findet man Kohle. Ja, ich weiß, aber... Oder ein Abvenenum. Oder ein Clarumpurum. Je nachdem, was man für Material hat. Also dir fehlt nichts anderes ein. Also du weißt, dass man alles substituieren kann. Ja, klar. Aber es kann ein Substitut sein. Klar, aber mir fällt auch kein übliches Substitut ein, wo irgendwie gemalt ist. Ein übliches Substitut ist es nicht, nein. Nun, mir wäre nichts bekannt, wofür man etwas solches gewinnbringenderweise benutzen sollte. Buntes Glas, wirklich. Waren es... Habt ihr gesehen, womit der gearbeitet hat? Waren es eher Scherben oder... Nicht so genau. Jetzt im Nachhinein dachte ich an... Ja, Kirchenfenster. Interessant. Kirchenfenster. Stücke von Tempeln. Von entweihten Tempeln vielleicht. Ich weiß einmal mehr darauf hin, dass etwas solches ein sehr gewogenes Donarium wäre, besonders wenn es aus einem Tempel der Isinde oder des Nandos stammen würde. Er zeigt keine Auffälligkeiten. Wir haben ihn von unserer Isinde-Geweihten untersuchen lassen. Ah, selbstverständlich doch. Die Paktierer des Amazorats sind sehr gut darin, ihre Paktmale zu verstecken. Er könnte also trotzdem einer sein? Selbstverständlich. Jeder könnte ein Paktierer sein. Das macht es ja so schwer, sie loszuwerden. Nun, wenn wir seine Schuld oder Unschuld nicht feststellen können, könnten wir ihn natürlich immer einfach zurücklassen. Nun, allerdings, ich weise einmal mehr darauf hin, dass vermutlich eine winzig kleine Invokation uns direkt ans Ziel bringen würde. Aber suchen wir erst einmal weiter. Fördern Sie Suche was zutage? Nicht mit den wenigen Punkten, die du hast. Wenigen Punkte sind 5. Ja, das reicht nicht. Nicht um Amazorot-Paktiere aufzuhalten. Nun, sollte es hier noch Überreste einer Invokation geben, so kann ich sie nicht aufspüren. Vielleicht, und nur vielleicht, wäre eine magische Analyse hilfreicher. Ich kann dies allerdings nicht garantieren. Nun, eine magische Analyse hat, denke ich, Abel mir schon durchgeführt. Ihr könntet euch mit ihm unterhalten. Und nun, was den Umstand angeht, dass hier eine Invokation hilfreich sein könnte, mir müsst ihr nicht erklären, dass ihr hier gerade mit auf den Rücken gefesselten Armen agiert. Aber man soll mir nicht nachsagen, ich würde eine Herausforderung nicht zu schätzen wissen. Nun denn, wollen wir weiter zu Diamantas? Ja, warum nicht? Ich kann mich wohl später hier einrichten. Oh, oder wartet, ich denke, ich sollte euch noch den beiden anderen Bordmagas vorstellen. Dann was sollen sie denken, wenn ihr ihnen eines Tages über den Weg lauft und... Nun ja, sie fragen sich, wer ist das? Wurden wir übergangen? Ja, vielleicht ist dies angemessen, auch wenn ich selbstverständlich nicht euer Bordmagier bin, sondern nur der treue Berater des Kapitans. Ich soll euch also als Alchemist vorstellen, ja? Stellt mich doch einfach als Serpentinio vor. Nun gut. Dann geht Sulamin nach gegenüber und klopft an beide Türen. Also sowohl Marcesca Paligan als auch Magistra Kohlraab. Denn deren Namen an den Türen oder so? Ja. Wartet, ist es die Magistra Kohlraab? Die ältere? Aus Festung? Die jüngere. Serpentino fällt fast mit der Tür hinein. Ich werde nicht mehr. Verzeiht, ihr kennt mich nicht, aber ihr seid Magistra Kohlraab. Ja, und ihr seid? Ein großer Bewunderer eurer Arbeit. Die Analyse des wahren Namens des Schwarzen Schwertes war ein Meisterwerk. Ich habe sie tatsächlich meinen eigenen Studio so mehr als einmal vorgelegt. Sie sind natürlich daran verzweifelt, aber dies ist ein anderes Thema. Sulamin, sagt mir doch bitte, wer dieser Person ist. Dies ist Serpentilio de Lazar. Er wird hier unten im Alchemielabor arbeiten. Ich wollte euch nur in Kenntnis setzen. Man hat mir verschwiegen, dass eine solche Koryphäe ihres Faches an Bord weilt. Ansonsten wäre ich viel früher zu euch gekommen.
Nun, wenn ihr die Dokumente studiert habt, dann wisst ihr, dass damals sowohl Magister Morenes als auch Greifenmund dabei waren. Und ich finde es weniger erstaunlich, dass ich erneut angeworben worden bin, da ich einige Expertise auf diesem Gebiet gesammelt habe. Aber natürlich. Es ist sehr wohl zu sehen, dass der Kapitän in euren besten Händen zu sein scheint. Redet er immer so viel zu Lamin? Ja, und er ist auch immer recht schmeichelhaft. Aber wenn ihr daran keinen Gefallen findet, dann werden wir uns gerne wieder verabschieden. Er ist ein Nekromant. Ich bitte doch. Er ist kein Nekromant. Wenn ihr euch seine Siegel betrachtet, wird euch auffallen, dass er ein Brabaki ist. Nun, dies heißt nicht, dass ich ein Nekromant bin. Kein Praktizierender, jedenfalls. Aber ihr habt die Toten erhoben. Nein, niemals. Sie zieht ein Auge nach oben. Keine Menschen, wenn ihr das meint. Ihr heißt es zumindest gut. Auch das nicht. Haarspalterei. Raus aus meiner Kajüte. Selbstverständlich doch. Derweil könnt ihr sehen, dass Marcesca Palikan bereits an der Tür steht und ebenso entnervt jetzt auf das Gespräch lugt. Ja. Nun, Adepta, solltet ihr ebenfalls keine Lust auf dieses Gespräch haben, machen wir es kurz. Dies ist Serpentilio de Lazar. Er gehört zu uns und wird hier unten im Alchemielabor beschäftigt sein. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Habe ich euch nicht an der Universität von Alanza gesehen? Ihr saßt in... Was war es? Grammatik des Ressin? Ihr seid an de Lazar, ja. Tatsächlich, nach meinem Lehrmeister, dem leider verstorbenen Gorio. Ich will nicht sagen, dass er es nicht verdient hat, aber trotzdem. Nun, ihr habt ja die Kurve aus Brabak nach Mirham bekommen. Gnädigerweise. So sollten wir also keinen Streit haben, nicht wahr? Es ist verständlich. Ich bin ein treuer Diener des Königs von Mirham, solange er hinsieht. Dann bin ich erstaunt und freue mich auf gemeinsame Lehrstunden. Immer noch sehr. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit zu mir kommen. Sie deutet ein Knicks an. Ja, der Ventilo verneigt sich auch, soweit es ihm den Rücken zulässt. Wir wollen euch allerdings nicht weiter stören und euch euren Studien überlassen. Es war uns eine Freude, Adepta. Wie auch mir. Damit schließt sie die Tür wieder. Ich erinnere mich noch an sie. Sehr schreckliches Ressort, aber sehr aufgeschlossen, was das anging. Nun, das ist immerhin etwas. Und wir haben ja alle mal unten angefangen. Gewiss. Nun, wann reisen wir ab? 2 Tage? Ja, ich denke, wir sollten noch ein paar Vorbereitungen treffen. Wobei es nicht viel gibt, was ich tun kann. Ich denke, ich werde noch einmal meditieren. Ja, wenn ihr mir noch den Weg nach oben zeigen würdet, wenn ich losrücken kann, um einige Besorgungen zu machen, der Kapitän möchte Igelschreck. Könnten einen der Schiffsjungen schicken, aber ob sie so zuverlässig sind. Oh, und ich werde dann natürlich eine gewisse Auslage brauchen. Ihr versteht, dass ich etwas blank bin. Ja, wegen eures Schattens, nicht wahr? Nun, ich würde ihn nicht einen Schatten nennen. Dies könnte bitte nicht bekommen. Aber ja. Nun, ich hoffe, er hält sich zurück. Und, ach ja, wenn der Schiffsjunge zu euch euch bitten sollte, ihn bitte nicht zu töten, nehmt es nicht persönlich. Es ist nicht, weil ihr besonders unheimlich wärt oder so. Er sagt das auch immer zu uns. Ich nehme trotzdem an, dass es nicht unbedingt die beste alte Nekromantin-Witze auszupacken. Nein, wohl nicht. Nun gut. Zu schade, sie waren der Renner unter den Studiosi. Ja, vielleicht, wenn sie etwas älter sind. Ja, und dann, so gehen wir unsere Wege. Ja, genau. Also ich versuche dafür zu sorgen, dass Serpentilio kriegt, was er braucht. Mit dem Geld habe ich nicht so viel zu tun normalerweise. Das heißt, wir landen wahrscheinlich wieder bei Abelmir. Und ja. Ich werde gar nicht erst drauf würfeln, Engelschreck zusammenzurühren. Das ist unter meiner Würde. Ich mache das einfach. Alles klar. Kaufst du jetzt Sachen ein für dein... Für das. Also für Engelschreck vermutlich kenne ich irgendeinen Trick, der macht, dass das Zeug nicht gar so sehr stinkt. Und solche Sachen halt. Ja, okay, weil hätte ja sein können, dass du jetzt... also wenn du in die Stadt gehst, dann wirst du einkaufen lassen müssen.
Weil mit eigenem Geld kannst du natürlich nicht. Ich gehe auch gar nicht erst los. Ich wollte gerade sagen, das ist halt auch A unter deiner Würde. Und also ich richte mich halt in der Zeit im Alchemielabor und schicke halt jemanden los. Vermutlich schicke ich dreimal jemanden los, weil erst besorgt er das Falsche, dann sind die Dinger von minderer Qualität und ich will sie nicht verarbeiten. Erst beim dritten Mal kommt er mit den richtigen wieder. Ja, ist ja auch halt irgendwie. Ja, dann halt irgendwie noch Conchines Salbe, noch für den Fall der Fälle. Und fertig sind wir. Wie sieht es mit Heiltränken aus? Haben wir da noch auf Lager? Und dann würde ich tatsächlich, wenn ich am Tag Zeit habe, das kann ich ja, würde ich die Heiltränke einmal in der Qualität durchprüfen. Soll ich dafür Alchemie würfeln, damit ich nicht versehentlich einen versauere? Oder? Ist ja erstmal die Frage, wie viele ihr noch habt. Eine ganze Kiste voll. Wir haben noch 6 Stück. Qualität D, anyway. 6 Stück? Okay. Ja, also die sind beschriftet. Also ich weiß nicht, wo die von Abelme herkommen. Vielleicht sind die von Loris Mangrave oder so, die packe ich nicht an. Die von Salbic und Fass habe ich die nochmal, die Art bekommen. Right. Die packe ich nicht an. Wir haben noch 6 Stück, die keiner Cetiana gebraucht hat. Wie gesagt, ich würfel einfach mal eine prophylaktische. Ja, genau, die Alchemieprobe dafür ist ja auch. Ach da. Ja, es ist ja ein Handwerk. Gucken wir uns mal deine Werte, gehören deine Werte der an. Ist ja auch mal interessant. Heiltränke gehören der Spergyrik an und damit greift meine. Ja, ich kann sie analysieren. Ich hätte eine Erschwernis antragen müssen, weil ich möchte sie natürlich analysieren, ohne sie zu verbrauchen. Genau, kannst du mal bitte erklären, was die Talentspezialisierung Spergyrik aussagt? Spergyrik umfasst die Heilalchemie im Grunde. Darunter fallen Heiltränke, aber zum Beispiel auch Erschöpfungspastillen oder das fast schon sagenumwobene Restaurarium, mit dem man auch lange abgetrennte Gliedmaßen wieder anwachsen lassen kann. Alles, was hilft. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch mal gehört. Und Frage noch an die anderen. Was möchtet ihr in den 2 Tagen machen, außer einkaufen für den Dschungel? Im maraskanischen Dschungel. Ich würde mich ein bisschen im Klatsch bewegen, mir anhören, was es so gibt. Ich bin ja neugierig. Ich würde auch ein bisschen Klatsch erzählen. Verschiedene Sachen, wo wir jetzt hingehen, wo es uns in die Dschungel-Expedition hin verschlägt. Wir wollen eine Expedition in die Berge starten und dieses und jenes. Also ich will so ein bisschen falsche Informationen streuen, nur für den Fall, dass wir hier vielleicht von irgendjemandem verfolgt werden oder so. Also du fragst nicht explizit nach dem Friedhof der Seeschlangen, sondern du möchtest erzählen, dass du in die Berge gehst, auf den Namdöngelpass. Genau. Richtig, so nach dem Motto. Ah, aber Geretja Boltax, du musst aufpassen. Da wirst du sehr schnell von Boron auserwählt. Wieso wählt mich Boron dann aus? Ach, der Amdergyn-Pass. Ohne die Eukolizaner kannst du nicht über den Amdergyn-Pass. Oh, das ist gut zu wissen. Wer sind die Eukolizaner? Das sind die Spinnenführer. Oder aber du nimmst dir einen von den Rohan-Gor-Priestern. Da musst du mal am Diskustempel fragen. Werde ich mal am Diskustempel fragen? Das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Ja, und ich würde mich dann halt noch ein bisschen über die Strecke in die Berge informieren. Auch am Rohan-Gor-Tempel. Ja, da kannst du mir mal eine Geografieprobe geben. Jo, alles klar. Weiß gar nicht, ob ich das habe. Schauen wir mal. Gesteinskunde, Geschichtswissen? Ne, habe ich nicht. Keine Geografie? Nö. Ich möchte tatsächlich am Tag davor noch auf Abelmeer zutreten. Also bevor wir abreisen. Auf was kann ich das denn ableiten? Geografie. Kartografie oder Klugheit plus 7. Na gut, komm, dann mache ich eine Klugheit plus 7. Kartografie habe ich nämlich auch nicht. Also wenn ich hier keine... Siehst du, ich hätte beide. Ah, leider. Ansonsten nicht. Sagen und Legenden plus 10, würde ich denken. Ja, Sagen und Legenden würde auch gehen, aber die Probe. Ja, ich habe es jetzt verkackt, also alles gut. Ist ja nicht tragisch. Falls wir noch die alten KGA-Dokumente haben oder Abschriften davon, zu den 7 Gezeichneten und dem Friedhof der Seeschlange, würde ich die mal intensiv studieren in den verbleibenden Stunden. Das ist eine Idee. Boah, dann, das ist auch eine Recherche. Dann gib mir mal eine Geschichtswissenprobe. Das ist eine Recherche. Ja, soll mir genügen. Also, die wurden euch ja mal zugestellt, vor allem Jalan, und er hatte sie dann von dem Kontor und Kunchium rübergerettet nach Zorgan, und dann Zorgan hattet ihr sie dann eben auch wieder mit rübergenommen auf euer Schiff. Ihr seid ja gut vorbereitet. Und kannst da dann eben nach und nach die Berichte durchgehen, was denn alles bekannt ist von der Filiasson-Expedition. Teilweise eben auch verborgene Manuskripte der 7 Gezeichneten. Es sind wohl verschiedene Plätze gewesen, was dir auffällt während deinen Recherchen. Filiasson war wohl bei
eine Höhle der Einkehr, so wurde sie wohl genannt. Und die Anlandestelle, die Borberat selbst gewählt hat, das war auch der Friedhof der Seeschlange, aber das ist eine langgestreckte Zone. Das ist kein einzelner Ort, sondern über die gesamte Küstenlandstrich paaren sich diese Seeschlangen alle 7x7 Jahre. Und sie verziehen sich dann eben auch zum Sterben dahin zurück, sodass du dann eben teilweise 40 Schritt lange Seeschlangen am Uferstrand erblicken kannst. Und es gibt dort wohl auch noch weitere exische Pyramiden, teilweise sogar ehemalige Straßen, die die G7 beschrieben haben. Die sind zwar überwuchert ohne Ende und nicht mehr benutzt, aber es gibt dort auch Trittsteine. Eine ehemalige Zivilisation hat dort wohl vor langen, langen Jahren etwas gebaut. Es geht vor allem um die genaue Lokalisation dieser Pforte des Grauens, weil ich vermute mal, die wird eine bestimmte Tempelpyramide sein. Und wenn da jetzt mehrere sind zum Beispiel, wäre es gut, wenn wir nicht alle durchsuchen müssten. Dann gib auch du mir eine Geografieprobe. Wow. Neun Punkte. Dann kannst du dir tatsächlich direkt gegenüber der Insel Buli, also der von eurer Strecke aus längste Reiseweg, den wirst du antreten müssen. Von Sinode aus in Richtung Synegyn und Zynobab, dann auf die von der Straße wechselnd in die Sümpfe, den am Dagyn-Pass so weit wie möglich umgehen und dann gegenüber von Andalkan und von Saitchana vorbei in Richtung von Buli. Vor allem würde mich interessieren, welche Gegnerschaft uns vielleicht erwarten kann, die damals schon den sieben gezeichneten bzw. der Filiasson-Expedition entgegengetreten ist. Dann gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Echsen, Bruderschwester, Echsen. Nun gut, ich würde mir das alles mal einprägen und es wird wahrscheinlich, wenn Serpentheo jetzt reinkommt, gebeugt über diesen Dokumenten und Büchern. Ah, Kapitän, ich wollte mit euch sprechen, sagt er, als er die Tür hinter sich schließt. Ja, ich schlag. Und dann an die Fenster geht und die Läden schließt. Ja, was gibt es? Interessante Lektüre? In der Tat. Nun, was wollt ihr? Nun, wir werden vermutlich Dämonen gegenübertreten. Ja, und warum schließt ihr die Fenster dazu? Um solche Dämonen zu bekämpfen, dafür wäre die Anwendung des Zazamotoxin höchst hilfreich, wie ihr bereits in eurer Arbeit bemerkt habt. Wir werden keine Dämonen beschwören. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, denn anders geht es nicht. Es gibt andere Möglichkeiten. Die da wären? Nun, eine Austreibung. Wenn ihr Dämonen beherrschen könnt, könnt ihr sie auch austreiben, vermute ich. So ist es in der Tat, allerdings bin ich nur ein Mann. Während die Einsetzung des Toxins jedem mit einer Klinge ermöglichen würde, einen Dämon auszutreiben. Wir haben keinen Zazamotoxin und wir beschwören jetzt auch keine Dämonen. Ich kann nicht mehr tun, als euch darauf hinzuweisen. Ich werde eure Entscheidung selbstverständlich respektieren, Kapitän. Und bereitet euch vor. Was wisst ihr über alte Echsenkulturen? Einiges. Ich habe mit Salvi Ganzavertin an seinen Arbeiten geforscht. Was möchtet ihr wissen? Was wisst ihr über die alte Echsenkultur speziell in Maraskan? Darüber leider reichlich wenig, außer dass sie eine Abspaltung der archaischen Echsenkultur ist. Es ist eine Abspaltung der Echsenkultur ist, die nicht ins Archaische verfallen ist. Ähnlich den Echsen um Chrabal. Nun gut. Was wisst ihr von den sieben Gezeichneten und ihren Kampf? Dass sie fliehen mussten. Ihr Werk nur teilweise vollbracht. Sie konnten das schwarze Schwert Yamish Aquaman sich bringen und die Pforte des Bashiras schließen. In die Domäne Bashiras. Jedenfalls. Gut. Hier, diese Dokumente sind höchst vertraulich, aber sie könnten uns hilfreich sein. Ich wusste, dass ihr sie noch hättet. Ihr nehmt in eurer Arbeit Bezug darauf. Und es ist ein großer Dorn an meiner Seite, dass diese Dokumente selbstverständlich niemandem in unseren Kreisen zur Verfügung stehen.
seid versichert, dass diese Dokumente höchst vertraulich sind. Nun, dann werde ich euch bei meinem guten Namen versichern, dass ihr meine Hände nicht verlassen werden. Solltet ihr davon weitererzählen, werdet ihr mit den Konsequenzen leben müssen. Selbstverständlich doch, Kapitän. Ich werde dieselben Maßnahmen, ich werde dieselbe Vorsicht walten lassen wie ihr einst. Gut. Ja, ich berate mich mit Tapetier halt über diesen Dokumenten und wir bringen wahrscheinlich die ganze Weile darüber. Okay, tun derweil die für die Sicherheit Verantwortlichen etwas während der Wartezeit. Diamantes und Raphim, wie bereitet ihr euch vor? Denn immerhin wollen diese vier Nichtsnutze beschützt werden. Ich würde tatsächlich mit den Maraskanern reden, weil ich habe keine Ahnung von Maraskan. Yalan ist tot. Ich muss jetzt rausfinden, was da auf uns zukommt. Ja, bin ich genauso dabei. Ich habe nämlich keine Ahnung, was auf uns zukommt. Also irgendwelche Tierarten, welche Gifte wir, welche Antidote wir kaufen sollten. Ich würde erstmal unsere eigenen Maraskaner fragen, wen ich fragen soll und mich dann durch die Stadt fragen. Bruderschwester, es ist natürlich immer gut, wenn wir einen Eukolizaner dabei haben. Der kann uns überall hinbringen, auch wenn wir gar nicht auf den Namen der Green Pass wollen. Da hat der Klatsch schon recht. Und ein Ruhr- und Grohrpriester. Am besten ein Ruhr- und ein Grohrpriester. Bruderschwester 2. Ich wollte jetzt nicht die halbe Stadt mitnehmen. Aber es wäre sogar gut. 64 ist eine heilige Zahl, musst du wissen, Bruder, Schwester. Wir könnten mit 64 Leuten loslaufen. Ja, und wie viele würden ankommen? Nun, von den Maraskanern höchstwahrscheinlich viele. Auch wenn sie diese Region fürchten. Weil wir wissen, wann Boron uns aussortiert. Und wir haben auch kein Problem damit, den Kreis weiter zu beschreiten. Aber Maraskan ist so sehr schön, dann macht es doch viel mehr Spaß, wenn wir später auch noch Ungeschlachtete töten können. Die Echsen sind böse, Bruder, Schwester. Ja, sag mir einfach, was ich kaufen muss. Du könntest auch noch Armbänder kaufen, damit wir dann eben mit den verschiedensten, mit den Rebellen eben ihr Territorium betreten können. Naja, es gibt zum Beispiel die königlich-maraskanische Armee oder all die Frigitas Haufen oder das Octagon-Banner oder die Muakiji Marasna oder die Siraroa Banak oder die Mari Marasna. Oder ja, die du kommst Ostasi. Jetzt einfach mit. Ja, kaufen wir einfach Bänder in allen verschiedenen Farben. Am besten zwei von allen. Für alle. Ja. Also für alle und dann zweimal, weil zwei ist auch eine heilige Zahl. Bruder, Schwester, alles ist besser mit zwei. Oder mit mal vier. Oder mal acht. Oder mal 16. Oder mal 32. Ja. 128. 256. Ja. 512. 1024. Ruf der Klarstern zu. Raphim, unter der sie aufrechnen. Ja. Raphim würde währenddessen. Hab ich dir schon von dem Pader von Amran Kujali erzählt? Nein. Es ist eine Abspaltung von den Frumolds Freien. Ja. Grundsätzlich eine Räuberbande. Ja. Kennst du schon die Nightwood Haranga? Haran? Ja. Das bedeutet so viel wie der Kerl des großen Herrschers. Ja. Sie beziehen sich auf König Taji. Ja. Ja, du klingst, wie wenn ich mit meiner Mutter telefoniere. Und wenn du dann in den Diskustempel der Ruhr- und Grobpriester gehst, wird es nicht besser. Du kannst eben im Tempel selbst auch noch ein unglaublich altes Ehepaar, es ist nicht, aber ein Priesterpaar erkennen, was dort relativ verwirrt, auch laut die ganze Zeit hin und her ruft und die Götter preist und selbst die maraskanischen Leute, die hier rumlaufen, sind genervt von diesen beiden alten Ruhr- und Grobpriestern, aber sie sind wohl hochheilig, deswegen lässt man sie halt verwirrt hier herumrufen. Aber dein Geduldsfaden ist gerade sehr, sehr dünn. Ist der Diamant ist mit dabei? Ja, ich bin mitgekommen. Ich habe so nichts gesagt zu den Maraskanern. Raphim durfte diese Würde tragen. Ja, grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass man nachts auf den Bäumen schlafen muss, weil der Boden tödlich ist. Man muss sich aufpassen vor Spinnen, vor Maraskenfedern, vor giftigen Pflanzen, vor giftigen Pilzen.
Natürlich auch selbst vor den ganzen Rebellen, die hin und her laufen. Natürlich, wenn man dann zu den Echsen aufschließt. Die Echsengebiete sind natürlich auch endloses Dickicht. Luftaufklärung wäre ganz gut. Man muss sich gegen Krankheiten schützen. Zars mörderischer Garten. Die Flora und Fauna ist sehr vielfältig, Bruder, Schwester. Kletterpflanzen, Rankpflanzen, Schlingpflanzen, Dornengestrüpp, Schramm, Abschürfung, zerrissene Kleidung, faulende Kleidung, Dornen. Ja, da ist eigentlich für jeden was dabei. Man empfiehlt dir, dass du eine Holzplattenrüstung kaufst, aber die wird dir nicht verkauft, weil du Geräte bist. Aber es wird dir empfohlen. Ja. Ich, Bruder, Schwester, da ist die Golddistel und der Feuerbusch und die Messerliane. Und wenn es ganz besonders gefährliches Dornlicht ist, dann ist da sogar der Hakendorn oder der Peitschenstrauch. Oder die Boronsilie. Naja, und dann gibt es noch Kräuter und Giftpflanzen, aber die meisten sind Giftpflanzen. Zum Beispiel die Araune oder der Xorderbaum oder die Boronschlinge oder Düstichonder oder Donf. Der Donf ist hier besonders besonders widerspenstig. Eitriger Krötenschremel, Finage, Horusche, Jagdgras, Lotus, Merachstrauch, Naftanstaud, Rauschgurke, roter Pfeilblüte, Schlangenzünglein, Schurinstrauch, Tarnblatt, Tarnele, Trichterwurzel. Die Hälfte davon ist nicht mal giftig. Wie raucht der Kopf. Dann kommen sie zum Kleingetier und den Parasiten. Borberat-Moskitos soll es hier geben. Blattschneider, Ameisen, Blutegel, Blutkäfer, Bremsen, Fledermäuse, Hundertfüßer, Kakerlaken, Maraskanfedern, Mürbelfliege, Moskitos, Raspel, es geht immer weiter. Dann kommt sie zu den Jagdtieren, Alligatoren, Boronsottern, Baumschleimer, Baumspinnen, Baumwürger, Baumbären, Baumgrubenwurm, Hundswürgerkröte, Maraske, Morphus, Mungos. Dann geht es eben zu den sonstigen Wildtieren, die man sonst irgendwie gar nicht einordnen kann. Zum Beispiel dem Harnischträger oder den Kalecken. Riesige, 3 Meter große Affen, die dir die Arme ausreißen. Die Liste an Gefahren ist mannigfaltig. Ja, ich sehe sehr genervt aus. Wie viele Leute wollt ihr denn mitnehmen? Also die Maraskane, ja, hast du schon gesagt, aber wollt ihr alle mitnehmen? Aber du glaubst ja wohl, dass Otomo mitkommt. Wie viele Maraskaner haben wir denn noch auf dem Schiff? Otomol, sorry. Von den Maraskanern sind, glaube ich, noch nicht so viele draufgegangen. Das waren ja mal 24, nicht 25, weil, also ihr bezahlt für 25, aber es sind nur 24 da. Weil 24 die heilige Zahl ist. Und dann hatten sich noch 4 Leute von der Weltendiskus angeschlossen. Also seid ihr irgendwie bei ein bisschen weniger als 30 Leuten. Wir haben 22 Maraskaner von der Mwakiji Maras, ne? Also, wir sind 6 Leute. Dann, wenn wir einen Eukulizaner und einen Ruhr- und Groorpriester kriegen können, wären wir 8. Nee, 9. Weil wir 2 Ruhr- und Groorpriester mitnehmen. Weil wir einen Ruhr- und einen Groorpriester mitnehmen. Und sie, okay, und sie nie danach fragen, welchen Gott sie nun dienen, denn dann fangen sie an, sich zu schlagen. Ja, wir müssen natürlich auf eine vernünftige Zahl kommen. Das heißt, davon hängt ab, wie viele Maraskana wir noch mitnehmen. Da nehmen wir dann wahrscheinlich die von den Mwakiji Maras, ne? Puh, die könnten sterben. Oder haben wir irgendwas Kriegerischeres? Ja, könnten die sterben. Das können wir alle nur hoffen. Also die Zahl 16, die Zahl 16 wäre natürlich jetzt besonders gut. Ach ja, Moment. Wir haben ja noch deinen Anhang dabei. Das heißt, dann sind wir schon 10. Genau, dann würden wir 6 mitnehmen. Ist das zu viel? Nö. Fehlt mein Bär als Person? Also ich würde ein ganzes Banner mitnehmen, also aber 10, so viel Dinge 10 ist, haben wir nicht. 10 ist halt schon gerade, aber gerade, das geht ja nicht um gerade, es geht ja um heilig. Also 16 wäre dann die Zahl. Dann müssen wir 16 mitnehmen und Mira zählt. Aber dann nehmen wir nicht die Matrosen mit, dann heuern wir vor Ort ein paar Söldner an. Ja, Mira das zählt als eine. Besser. Mira zählt als keine Person. Okay, dann sind wir also 10, dann heuern wir 6 Söldner an vor Ort. Ist Tekala schon in der Rechnung drin, weil ich nehme den mit? Nein, der ist noch nicht mit drin. Ich kann ihn zurück nach Hause laufen lassen, aber das würde Abel mir nicht gefallen. Okay, dann würdet ihr mir einfach mal bis zum nächsten Mal eine göttergefällige 16-zahlige Mannschaft auflisten und was ihr alles mitnehmt. Und dann können wir nach 2 Tagen aufbrechen.